Warum bin ich so emotional betroffen, verletzt von Dingen, die im Außen stattfinden, die andere Menschen tun, machen, sagen, meinen, behaupten und so weiter? So, hallo, hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ganz, ganz liebe Grüße aus Brasilien, aber natürlich möchte ich euch hier weiter bei der Arbeit, bei eurer Divine Design Arbeit motivieren. Und dieses Video heute dreht sich darum, wieso es denn so ist, dass ich so emotional betroffen bin von dem, was im Außen stattfindet. Warum bin ich so emotional betroffen, verletzt von Dingen, die im Außen stattfinden, die andere Menschen tun, machen, sagen, meinen, behaupten und so weiter. Warum nehme ich das alles zu mir? Warum hat es alles einen Effekt auf mich? Es liegt natürlich an dem, was wir in der Kindheit erfahren haben. Es liegt daran, dass wir als Kinder in einem unsicheren Umfeld waren. Wir waren als Kinder ausgeliefert. Jedes Kind ist ausgeliefert. Jedes Kind ist den Erwachsenen ausgeliefert. Das ist per se Fakt. Das ist der Fakt, was unsere Menschlichkeit, was unsere Seele hier im menschlichen Körper nun mal für sich festgelegt hat. Das ist das Spiel. Wir kommen hier als hilflose kleine Babys in unserem Divine Design, in unserer allerhöchsten Perfektion an. So, und wir liefern uns aus, um dieses Spiel beginnen zu lassen. Und deswegen, egal aus was für einer Familie du kommst, egal wie viel Liebe du hattest, du hast dieses Gefühl der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins und möchtest dich schützen. Ein ganz normaler Mechanismus. Du möchtest dich schützen. Und ein Schutzmechanismus ist, abzuscannen mit meinem medialen Psychic Aufnahme Empfangsapparat, der ich bin, möchte ich das Außen scannen. Das tue ich. Ich scanne das Außen. Ich gehe zu Menschen in einen Raum und nehme wahr, was die sind, was die denken, um vorbereitet zu sein. Um vorbereitet zu sein, wenn diese Menschen plötzlich mich attackieren. Und das meine ich nicht nur mit Fäusten oder mit Kraft oder mit Gewalt, sondern eben auch verbal. Weil ich weiß ja, was jeder denkt. Ich weiß, was im Kopf von jedem drin ist. Ich spüre das. Ich spüre die Energy. Weil wir sind energetische Wesen und wir können es nicht verheimlichen, wenn Angst, Aggression, Ablehnung, Gefahr befürchtet wird in anderen Menschen. Ja, das ist da. So funktionieren wir. Das ist nichts Böses, das ist einfach energetischer Fakt. Und so können wir uns gegenseitig wahrnehmen und lesen. Das ist diese sogenannte Empathie, die so groß geschrieben wird im Human Design. Ja, wenn jemand empathisch ist, dann kann er sich in jemanden anders einfühlen, dann weiß er, was diese andere Person fühlt und wahrnimmt. Und wenn man diesen Mechanismus nun mal nicht versteht, glaubt man, dass es seine Gefühle sind. Glaubt man, dass diese andere Person quasi energetisch irgendwelche Fremdenergien oder Ablagerungen auf einen drüber geschüttet hat. Die Wahrheit ist,
Ich bin dorthin gegangen, es zu lesen und es abzuholen. Nicht bewusst, aber unbewusst. Das heißt, wenn du jemand anders im Außen liest oder wahrnimmst oder fühlst oder spürst oder wie du es auch nennen möchtest, dann ist es kein Unterschied, weil du nimmst es als deins an. Das ist der Mechanismus, der dahinter steht. Nur was passiert, weißt du eben nicht. Und wie du dich dann abgrenzen kannst, weißt du nicht. Weil du kannst dich nicht abgrenzen von etwas, was du angenommen hast. Dann kannst du nicht annehmen und abgrenzen gleichzeitig. Grenzen setzen von etwas, was du angenommen hast, das ist unmöglich. Du kannst dich nur abgrenzen, indem du eins, das Spiel verstehst, ganz klar verstehst, dass jemand anders eine Realität, eine Ansicht, eine Energie trägt und für dich repräsentiert. Und du kannst das lesen. Aber du musst das nicht lesen. Du weißt mittlerweile, dass du erwachsen bist, dass du nicht mehr schutzlos bist, dass du nicht mehr ausgeliefert bist. Also musst du auch nicht mehr als diese Lesefigur durch die Welt traben und alles und jedem seine Energie lesen und machen und vor allem sie zu deinem machen. Jeder Mensch repräsentiert einen Türöffner in eine Realität. So, das ist Human Design. Das ist Human Design. Okay? Und so können wir uns auch gegenseitig helfen und Türen öffnen. Aber gehen nur durch Türen, die dir aus dem Divine Design geöffnet werden. Wenn ein Mensch sagt, ich kann es besser, ich weiß es, du musst es genauso machen wie ich, das ist der einzige Weg, schau mal, ich bin erfolgreich geworden. Und du nimmst aber eine Energie wahr, wo du denkst, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas fühlt sich hier nicht ganz richtig, stabil, divine an, dann liegt es daran, dass dieser Mensch nicht im Divine Design ist. Aber das heißt nicht, dass du aus deinem Divine Design austreten musst, bloß weil du diesen Menschen einerseits verstehen kannst mit deinem Kopf, aber andererseits eben seine Energie lesen kannst. Und es ist niemand ein schlechter Mensch. Es ist niemand ein schlechter Mensch. Aber Menschen haben Gedanken. Menschen haben Ansichten, Menschen haben Überzeugungen. Und die kannst du wahrnehmen, die kannst du lesen, ohne dass dieser Mensch dir das sagt. Und deswegen ist es auch oft so irritierend, wenn Menschen das eine sagen und du irgendwie denkst so, hä, irgendwas stimmt doch da nicht. Das hat zwar der Mensch so und so gesagt, aber irgendwie nehme ich da eine Disharmonie, eine Dissonanz auf. Das ist, weil Menschen oftmals Dinge sagen, die sie glauben aus ihrem Kopf heraus, wo sie aber nicht davon überzeugt sind, die sie aber nicht verkörpern, das nicht ihre ureigenste Wahrheit und Wahrhaftigkeit ist. Und das nimmst du wahr. Und das ist alles, was pa passiert. Und dieses unsichere Umfeld, das wir als Kinder hatten, das aktiviert diese Energieleserfähigkeit. Aber es ist wie bei jedem Buch, wenn du etwas liest und es nicht einordnen kannst, verwirrt es dich. Und deswegen ist es so wichtig, dass du ein Selbstkonzept hast, dass du deine Wahrhaftigkeit kennst und dass du eben das Spiel der Energie kennst und deswegen fremde Energien einordnen kannst und sagen kannst, sie sind so lange fremd, bis ich sie zu meinen mache. Ja, es gibt nichts Fremdes. Alles ist deins, wenn du es zu deinem machst, zu deiner Energie, zu deiner Ansicht, zu deiner Meinung, zu deiner Überzeugung.
Wenn du aber weißt, ich bin sowieso immer sicher, immer richtig in meinem Divine Design, ich muss im Außen keine Energien lesen, ich muss im Außen auch keine Energien wahrnehmen, ich muss im Außen eigentlich gar nichts tun, weil meine Arbeit findet im Innen statt, weil meine Manifestation, alles das, was ich leben und erleben will, generiere ich mir. Also kann es mir grundsätzlich egal sein, was für Menschen, was für Realitäten, was für Ansichten, was für Meinungen noch zur Verfügung stehen in einem unendlich großen Universum. Wenn ich weiß, nichts, was ich zu meinem mache, nicht, die Dinge, die ich nicht zu mir, zu meiner Sache mache, die haben keinen Einfluss auf mich. Und ich muss der Versuchung widerstehen, Dinge, die ich nicht haben will, zu mir zu nehmen, zu meinen Dingen zu machen. Ich muss der Versuchung widerstehen, Leid, Mangel, Missgunst, Neid, das da herrscht, nicht zu meinem zu machen. Und dazu brauche ich mein Divine Design Selbstkonzept. Dazu brauche ich ein Wissen, wie Energie funktioniert. Dazu brauche ich ein Wissen, dass alles angeboten ist. Alles ist angeboten. Es gibt alles. Und es gibt aber keine Verpflichtung, die Dinge zu nehmen, die nicht mir entsprechen. Egal, wie sie sich präsentieren, in welcher Form, in welcher Autorität, in welcher Einfluss muss ich nicht. Ich muss nichts achten, schätzen, ehren, anbeten, bloß was mir irgendjemand sagt. Ich bin die Power, auf die ich mich verlassen kann. Ich bin die Power, hinter der ich stehe. Ich bin die Energie, die dominiert. Das bin ich. Und es gibt so viel um mich herum, so viel zur Auswahl. Und ich nehme nur das, was ein energetischer Match ist. Und dazu muss ich nicht scannen, was es sonst noch gibt. Ich gebe dir zum Abschluss ein Bild. Als Kind kommst du auf diese Welt. Ein riesengroßes Buffet. Stell dir ein Frühstücksbuffet vor. Mit allen möglichen Sachen, die du dir nur vorstellen kannst. Internationales Frühstücksbuffet aus der ganzen Welt. Und du als Kind kommst dahin und siehst dieses Buffet und denkst, oh, wow. Natürlich schaust du alles an. Natürlich probierst du alles. Natürlich findest du Dinge, die dich wow begeistern, die du magst, die dir schmecken. Und natürlich probierst du Dinge, wo du sagst, ugh, das mag ich nicht. Oh, das will ich nicht. Natürlich. Aber irgendwann mal kennst du deinen Geschmack. Irgendwann mal weißt du, was dir entspricht. Irgendwann mal weißt du, wenn du an ein Buffet gehst, was du magst, was dir bekommt, was dir entspricht. Und dann musst du das nicht mehr machen, was du früher gemacht hast. Dann musst du nicht mehr hingehen und alles probieren. Dann musst du nicht mehr hingehen und alles auskundschaften, was es denn so gibt. Das machst du sporadisch. Das machst du punktuell. Wenn du was Neues siehst, was Neues erleben willst, okay, dann gehst du dorthin. Aber nur, weil es sich gut für dich anfühlt und nicht, weil du alles abscannen und ablesen musst. Sondern du weißt es. Du weißt, was dir entspricht. Und du weißt, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die dir eben nicht entsprechen. Die kannst du einfach existieren lassen außerhalb deiner Realität, außerhalb deiner Welt. Weil du generierst deine Welt. Und das ist genau das Ding. Aus diesem riesengroßen Frühstücksbuffet machst du jeden Morgen dein Mahl. Dein Menü, das dich glücklich und happy macht. Und egal wie viele Leute dir sagen,
Probier Zungenwurst. Zungenwurst muss zu deinem Menü dazu. Nur wenn du Zungenwurst magst und isst und jeden Tag ganz viel davon nimmst, dann wirst du erfolgreich, dann bist du reich, dann bist du glücklich, dann bist du schön, dann bist du gesund und dann hast du das ewige Leben. Wirklich? Macht keinen Sinn, oder? Du nimmst Zungenwurst nur dann, wenn sie dich begeistert. Und wenn sie dich nicht begeistert, nimmst du was anderes. Und genau darum geht's. Das heißt, du bist bei dir. Du bist bei dir angekommen. Du weißt, wer du bist. Du weißt, was du willst. Du weißt deinen Wert. Du weißt einfach, es gibt nichts im Außen, das dir erzählen könnte, dass du nicht gut genug bist, dass irgendwas mit dir falsch ist, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt. Sondern du machst alles nach deinen Regeln, nach deinen Entscheidungen. Und all das macht dich erfüllt. Nicht, weil du nicht erfüllt bist, sondern es passt zu deinem erfüllten Sein. Das ist Bewusstseinsarbeit. Darum geht's, dass du das erkennst, wie diese ganze Chose entstanden ist, dass sie ein Teil von diesem Spiel hier ist auf Erden, dass wir erkennen, was es heißt, ein Mensch mit Seele zu sein, was es heißt, ein Mensch im Divine Design zu sein und aus diesem göttlichen Design, aus dieser göttlichen Energie, aus dieser göttlichen Vorstellung heraus, mein Leben auszuwählen. Auszuwählen. Einfach nur auszuwählen. Und dazu brauche ich einen ganz anderen Kopf, da brauche ich eine ganz, ganz andere Ansicht, da brauche ich ein ganz, ganz anderes Verständnis als dieses Materienverständnis, Materie zu Materie, Logik zu Logik, Analyse zu Analyseverständnis. Das ist alles befreit und einfach nur erkennt, ich bin das, was ich sage und nicht das, was mir angeboten wird. Ich bin das, was ich sein möchte und nicht das, was man allgemein so ist. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, warum du hier bist, warum du mir zuhörst, weil du möchtest aus diesem Seinszustand leben, ein Business haben, Geld empfangen, Liebe empfangen, Freude empfangen, Sicherheit empfangen. Und daher kommt all das, was du suchst. Und du musst dich nicht schützen, du musst nicht abscannen, was es sonst noch gibt, sondern du musst nur aus deinem wahrhaftigen Selbst heraus. Absolut, absolut und ohne Wenn und Aber, weil es gibt keine Ausnahme dieses Prinzips. Es gibt keine Ausnahme. Es ist immer dieses energetische Prinzip dahinter und du bist ausnahmslos der Generator der Energie, die sich im Außen zeigt für dich in deiner Realität. Und wenn du dem Schmäh, würden die Österreicher sagen, aufsetzt, dass das da draußen Realität ist, die du annehmen musst, dann musst du wieder zurück zu los und erkennen, wer du bist in diesem Universum und wo dieser ganze Schmäh da draußen einfach nur das große Lebensbuffet ist, das sich immer weiter vergrößert. Und du immer mehr Optionen hast, auszuwählen. Bis ans Ende deiner Tage. Also wähle, wähle weise, wähle weise heißt, wähle, was dir entspricht. Wähle, was dich begeistert. Wähle, was für dich stimmig ist. Und zwar ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen, ohne der Gedanke, das kann nicht sein, das gibt es nicht. Weil du weißt, das ist alles gibt. Es ist auf dem Buffet des Lebens schon kreiert, schon entstanden. Es ist schon da. Du musst es nicht suchen, sondern du weißt, es ist da und du weißt. Suche nie wieder. Generiere und wähle. Entscheide. Sei. Verkörpere. Das ist Divine Design. Das ist die Divine Design Reise. Und
dieses Verständnis sickert immer, immer tiefer. Und es sickert viel, viel besser rein und viel, viel tiefer, wenn du es mit deinen eigenen Worten verkündest, wenn du mit dir selber sprichst, wenn du dir selber die Dinge so erklärst, wie du sie verstehst, wenn du deine eigenen Bilder, Geschichten entwickelst. Und das ist das, was machen wir in der Community, in der Wir sind die Mind Design Community. Genau das machen wir da. Und es ist unglaublich, was sich für Türen öffnen, wenn du dich darauf einlässt, auf dieses Spiel. Wenn du dein Ego, deine alte Personality, deine alte Identität einfach mal sein lässt und sagst, okay, wer kann ich sonst noch sein? Wie kann ich sonst noch sein? Weil ich bin Divine Design, ich kann alles sein. Also, komm in die Community. 3 Monate für 270 Euro. Im Moment läuft eine Challenge. Da kannst du ein Ticket für Wien gewinnen für 249 Euro und zweimal 30 Minuten Coaching. Das ist insgesamt ein Wert, sag ich mal, von über 1000 Euro. Nur, wenn du das tust, was du eigentlich sowieso tun solltest, ohne Anreiz, für dich da sein. Dich zu zeigen, dein Divine Design auszugraben, alles abzumeißeln, was nicht zu deinem Divine Design gehört, alles, was dich einschränkt, blockiert in deinem Kopf an Vorstellungen und Überzeugungen. Einfach mal dir erlauben, das abzuwerfen, weil du brauchst es nicht. Und das ist mein allerbestes, geniales Angebot. Natürlich, wenn du in eine Mastermind kommst, wie Rising Up oder auch Absolut, dann ist es eine super, super enge Zusammenarbeit, die dich beschleunigt und turbomäßig nach vorne bringt. Aber dazu musst du bereit sein. Und ich kann dich nicht in so eine Mastermind reinlassen, wenn du noch Hemmungen hast, dich selbst zu sehen und dich selbst anzuschauen und zu erkennen, dass hier dieses Human Design, dieser innere Kritiker oder nenn es wie du möchtest, dir einen Riesenhaufen Bullshit erzählst, der eigentlich in Wahrheit gar nicht zu dir gehört. Und diese Basisarbeit muss getan werden und die kannst du zu einem Mega-Schnäppchenpreis in der Community tun. Und das bereitet dich dann vor, entweder weiterzugehen in Rising Up, wo du sagst, ja, diese Persönlichkeit will ich stabilisieren oder sogar noch ein Level höher gehst und sagst, ich mache mein absolutes Leben zu meinem absoluten Business, zu meiner Angelegenheit. Ich bin meine Angelegenheit, ich bin mein Business. Das ist eigentlich die logische Konsequenz, weil du bist das Universum, also bist du auch das Business. Ich hoffe, dir geholfen zu haben, deinen Vorhang zu lichten und dich daran zu erinnern, wie es wirklich funktioniert und wer du wirklich bist, wie du zu den Sachen, zu den Wünschen, zu den Träumen, zu der Heilung kommst, die du dir wünschst. Alles ist schon da, nur wo bist du? Das ist diese Frage. Und in meiner Arbeit kommst du von da, wo du gerade bist, zu dort, wo du gerne sein möchtest. Und zwar nicht, weil du gierig bist oder weil du irgendwie sonst meinst, du müsstest etwas darstellen, sondern weil du dahin gehörst. Weil du in dein Divine Design gehörst, weil du in diese Erfüllung gehörst, weil du in diese Fülle gehörst. Emotional und monetär, an Beziehungen, an Erlebnissen. Das ist für dich gedacht. Fülle und Erfüllung. Nichts anderes. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.